Ich bin auf dem Weg zu einem kleinen neuen Abenteuer in meinem Leben. Zu einer weiteren Grenzerfahrung. Gewisse Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, sie kommen sogar mit ihrer Todesangst zu tun, wenn sie sich das vorstellen. Ich kann heute Eisbaden. Ich selber habe nicht Angst. Ich merke aber, dass ich doch gewisse Anspannung mit mir trage oder in mir trage. Wir haben wunderschönes Wetter, aber es ist kalt, es windet. Und irgendwie ist es doch jetzt auch schon relativ kühl. Ich muss eine Jacke anhaben. Hallo, dann gehen wir doch mal zum Profi, zum Jan. Ich habe das Eisbad entdeckt, weil ich jahrelang immer Extremsport gemacht habe. So ein bisschen als Adrenalin-Junkie, Fallschirmspringen, 800 Meter Wandklettern oder Marathonlaufen. Dann bin ich über das Feuer laufen, also über die heiße Kohle laufen, bin ich zum Eisbaden gekommen. Ich werde euch ein paar Sachen anleiten und zeigen, was mir helfen, um besser vom Kopf ins Gefühl und in den Bauch zu kommen und um auch eine klarere Intention zu haben, bevor ich ins Wasser gehe. Am einfachsten ist, wenn ihr eine Hand aufs Herz legt und eine auf den Bauch, wenn ihr liegt und dann atmet ihr so einschnaufen, Bauch, Brust, Kopf und ausschnaufen, also so. Wundervoll, Philipp, genau. Ich will grosse, runde, dicke Bäuche sehen. Sehr gut, Messe, genau. Und wichtig ist auch hier die Connection zum Herzen. Weil unser Herzen strahlt am meisten Energie in unserem Körper. Und findest dann langsam in einen aufrechten Sitz. Hey, danke schon vielmals. Dann gehen wir jetzt Eisbaden. Wenn wir jetzt so entspannt sind vom Schnaufen, tun wir uns jetzt aufwärmen. Ein und aus. Wundervoll. Es ist kalt. Also, Philipp, jetzt, du packst es. Wenn du reinkommst, nichts anderes als dein Atem ein- und ausatmen und mich anschauen. Es ist nicht links, nicht rechts. Der Mind fängt an zu spicken, der Geist will raus. Du schaust mich an, schnaufst ein und aus. Das ist alles. Es ist schon jetzt ziemlich kalt aus. So, wundervoll. Ein- und ausatmen. Gut, ansitzen. Hier ansitzen. Findest du eine bequeme Position. Zügig rein, weiter schnaufen, rein. Ich weiss, es ist kalt. Schön anlehnen. Und jetzt machst du es bequem, so wie es für dich stimmt. He? Dann schaust du mich an. Ah. Ah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah. Ah. Kannst du auch einen Ton machen? Ah, so eine Erleichterung. Ah, sehr gut. Es fühlt sich gut an, immer besser. Wundervoll. Machst du es auch gut? Ich spüre die Kälte gerade nicht mehr so, außer in den Händen. Wundervoll. In den Beinen, in den Füßen ist es noch kalt, aber sonst ist es echt cool. Ja, du machst es richtig gut im Fall. Richtig gut, für dein erstes Mal. Fantastisch, echt. Wundervoll. Das waren 3 Minuten für den Philipp. Ich werde fast nicht aussteigen nach 3 Minuten. Geil, das ist so. Also nimmst wirklich noch mal 4 Atemzüge, aber dann ist es gut. Wow. Wundervoll. Schön. Vorsichtig. Gratulieren. Ja, gratuliere dir, Philipp, gratuliere. Danke. Super, hast du das gemacht. Jetzt gehst du hier an, ein bisschen Windschirm und machst dein Hacken. Macht einfach gute Laune, gell? Definitiv. Kannst du dich fast nicht wehren, gell? Sehr gut. Ja, es ist wirklich gut, es ist super. Super. Wie geht's dir jetzt? Mir geht's fantastisch. Die ersten 1,5 Minuten habe ich gedacht, schwierig, schwierig, schwierig.
Richtig. Und dann kommt die Überraschung. Also ich verstehe das Energiekonzept von dir und dass du so, so geladen bist. Wundervoll, hast du es fantastisch gemacht. Danke. Gratuliere, gell? Ja, die Erfahrung ist gemacht. Ihr habt mich begleitet auf dieser Reise. Es ist innerlich natürlich noch viel mehr abgegangen, als ich mich vorbereitet habe. Und dann die Badhose nachgelegt, wirklich gefroren, kalt. Ich dachte, meine Güte, das ist schon eisig kalt. Und jetzt noch in das Eisbad. Es wird ganz, ganz hart. Und, es war auch hart. Die ersten anderthalb Minuten, die ich nicht komplett recht hatte. Und plötzlich kommt aus einer Mitte eine Wärme, die einem total erstaunt. Ich kann gut vorstellen, dass das auch ein bisschen süchtig macht, dass man das immer wieder haben will. Ich würde es jetzt am liebsten gerade noch mal probieren, ehrlich gesagt. Aber ja, ich glaube, das vertagen wir auf ein anderes Mal. Also, top. Ha 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 ha!